Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind im Café Théâtre und machen weiter mit dieser Mission. Machen wir mal. Leider ahnt die Anführerin nach schon, dass wir hinter ihm her sind. Er ist irgendwo in der Stadt untergetaucht. Ihr müsst ihn herauslocken. Unser Kontakt wartet in Les Invalides auf euch. Viel Glück. Okay. Les Invalides. Da haben wir zum Glück schon alles gemacht. Deshalb kommen wir da auch schnell hin. Also ich glaube, es wäre sogar interessanter gewesen, hätte ich diese ganzen Nebenaufträge schon gemacht in den Bezirken, wo ich halt gerade bin und die halt auf mein Level so halbwegs angepasst sind. Weil jetzt, der hier ist ja okay, wieder höchste Schwierigkeit, der ist ja in Ordnung, aber so die ganzen Pariser Geschichten, die ich noch anfangen muss, vor allen Dingen in dem ersten Bezirk mit Schwierigkeit 1 sind halt jetzt eigentlich nicht mehr so spannend, sage ich mal. Ich meine, das Ding eben gerade war ja sowieso nur irgendwie ein bisschen reden und irgendwo hingehen. Mit ein ganz bisschen Kampf. War ja okay, aber ich glaube, das wäre ein besserer Plan gewesen, aber nachher ist man immer schlauer. Ja, moin Meister. Gut, ihr seid hier. Ich weiß, wie wir Renard ködern können. Ich gab vor, eine gewisse Diamantenkette verkaufen zu wollen. Renard würde sie zu gern als Versammlungssymbol für seine Truppen nutzen. Es gibt nur ein Problem. Ja? Ich habe keine Diamantenkette. Da kann ich doch bestimmt weiterhelfen. Okay, wir müssen jetzt irgendjemanden hier finden. Gehen wir erstmal auf die Dächer. Ich hätte vielleicht nochmal meine Phantomklinge aufstocken sollen. Oder mein Giftgas. Giftgas ist übrigens echt useless. Gut, dass ich das geskillt habe. Ich hatte Angst, dass er mich gleich sieht. Quatsch, ich bleib nicht stehen, mein Freund. Du warst das, ne? Der Typ geht da hinten gerade lang. Anscheinend muss ich nicht mal hier hin. Ist es einfach nur random, dass der hier anfängt, oder? Ja, ich kann einfach warten, bis der hier weggelaufen ist. Warum denn? So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, ist ja gar nicht so weit weg. Ich muss nur erstmal hier so ein bisschen außen rum, weil ich habe keinen Bock auf Kämpfen gerade. Ich will dir nur ganz einfach Leute bestehlen. Mit dem Kontakt. Okay. Hier ist der Übergang von dem einen zum anderen nicht so gelungen. Ist ja aber nicht so schlimm. Hätte man vielleicht so gestalten sollen, dass das nicht passieren kann. Warum sehen die das immer? Ich laufe einfach nur ganz normal lang. Ja, moin. Ach ja, die sind ja sauer auf mich, deshalb kann ich mit ihnen sprechen, weil ich dafür anonym sein muss und nicht. Bin ich verschwunden schon? Ich weiß gar nicht. War verschwunden Geld nicht. Bleibt unsichtbar. Wenn ihr Renard seht, packt ihn euch. Okay. Ob das gut geht? Ich hoffe doch. Wahrscheinlich tötet Renard ihn gleich. Ist das unser Kollege? Wo ist Renard? Er schickte mich. Habt ihr es? Genau hier. Lasst mal sehen. Monsieur Renard lässt grüßen und hofft, dass ihr nächstes Mal einen besseren Spiel schickt. Was? Ich glaube, der ist tot, ne? Das ging schnell. Wo ist Renard? Ganz nah. Doch
auch. Sein Versteck ist eine Fessel. Ihr kriegt ihn nie. Okay. Wen willst du hier ficken, Junge? Warte mal, was? Das Haus, wo ich gerade eingebrochen bin und die Kette geholt habe, ist das Haus, wo ich ihn, wo er wohnt? Ach nee, das ist ein anderes, ne? Du hältst uns nicht auf. Ja, natürlich sieht er das. Ja, das war mal wieder eine lächerliche Aktion vom Spiel. Ein bisschen eng hier. Ich sehe gar nicht, wenn mich irgendjemand angreifen will. Und die haben echt viel Leben, muss man sagen. Das letzte Mal hat es nicht so gut funktioniert, auf der Treppe zu kämpfen. Aber gut. Ja, RIP-Kollege, ne? 25k, sage ich nicht nein zu. Muss einmal kurz euch töten. Danke, Leute. Dann war's das mit den Dingern. Gut. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Abgeschlagen Köpfe für Madame Tussaud. Huh. Es gibt echt viele. Und hier, zum Beispiel in diesem Bezirk, sollen... Oh ne, drei. Wo waren denn? Hier waren irgendwo mega viele. Sechs Stück. Ja, hier sollen sechs Stück sein. Ich habe bisher nur zwei gefunden. Kann natürlich sein, dass die hier so Questreihen sind. Aber ich weiß es nicht. Gut, was wollte ich jetzt tun? Okay, hier waren es auch vier Stück und hier waren dann im Endeffekt auch nur zwei und das hier waren dann drei. Ich bin am überlegen, ob wir jetzt erst das machen. Ich würde sagen, ja. Und danach dann vielleicht noch eine Koop-Mission machen, weil die ziehen ja echt viel Zeit. Dann kann ich auch gleich zwei Stück fertig machen. Dann haben wir wegen schon mal einen... 25, wir haben gerade 50k bekommen insgesamt. 25 für den Auftrag und 25 noch für die Massenereignisse. Aber ich würde auch, also ich finde es echt ein bisschen wenig Geld dafür, dass man 45 hat. Also für 45 gemacht. Vorher waren es 35, davor 30. Das heißt, da kommen dann nochmal, das sind ja schon mal 105 plus die anderen noch. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich es im Kopf zählen musste. Also, das ist echt fucking viel. Sie wurden gestohlen. Gestohlen und verkauft. Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Ja. Kann ich, aber es ist fucking creepy. Die Freundin hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Ja, okay. Chère Madame, ich habe erfahren, dass ein gewisser Politiker voller Stolz über seine Rolle beim Sturz der Girondisten den Kopf von Jacques-Pierre Brissot erworben hat, der euch vor kurzem gestohlen wurde. Er arbeitet in der Nähe der Consigliere, euer gebener Freund. Wollte ein Soldat, der Saint-Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr. Okay. Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Okay. Klingt machbar. Komm her, Dieb. Nehmen wir noch schnell mit. Jetzt müssen wir 45 machen, ne? Naja. Dankeschön, Freund.
Okay, da sind zwei Köpfe. Warum? Warum sind das so viele Köpfe? Muss ich gucken, ob ich die beschaffen soll? Anscheinend. Ich bin in keinem Kampf. Ach, meine Güte. Komm, lass mich das beschaffen. Falscher Sarg, na danke. Falscher Sack. Auch ganz ehrlich, das ist zum Kotzen, dass hier nicht alles Kämpfe sind. Dann töte ich einfach alle. Ich war die meiste Zeit untergetaucht. Okay, da hing der Spieler. Also. Komm, greif mich an. Och, meine Fresse. Kann ich das trotzdem beschaffen? Geht doch. So. Das ist der erste. Kopf von Jacques. Irgendwas. Man macht doch Sinn, dass der da liegt bei dem Typen, der geklaut hat. Ich dachte, die liegen jetzt alle, weil auf einmal sind da so, da waren da so viele. Aber okay. Da war ich einfach ein bisschen blöd. Ich hab's nicht realisiert, dass sie trotzdem an anderen Stellen liegen. Ja, Alarmglocken ist okay für mich. Ich will trotzdem gerne wissen, wo der Kopf liegt. Stehlen. Hier gibt es leider kein Runterspringding, oder? Ach, doch, auf der anderen Seite. Wenn noch ein bisschen näher kommt, kann ich es vielleicht machen? Ja, perfekt. Zu viel von des Königs Champagner, Monsieur? Das lief in Ordnung und dann müssen wir das hier noch. Weil es ein Dieb ist, stirbt er halt auch einfach. Ich glaube, andersrum wäre einfacher, dann kann ich ihn nämlich bestehen und kann ihn danach wieder abstechen. Hier muss ich warten, bis er auf den Boden fällt. Ach nö. Warte mal, was? Ich dachte, das war jetzt... Ich dachte, das war's jetzt. Und ich habe einfach keinen Kopf dazu bekommen. Was soll ich denn gerade getan? Okay, sind beide da oben, wie es scheint. Warum auch mal, dass beide sind? Was haben die miteinander zu tun? Dürfte ich einmal vorbei, danke spielen? Das war doch einmal ein Richter und irgendein Soldat. Warum heben die beide zusammen hier auf? Truhe entriegelt. Und Truhe entriegelt. Macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Irre ich mich gerade. Olympe de Gouche. Weil das war anscheinend auch eine Frau. Weil die hat ja gesagt, eine Verehrerin von... ein Verehrer von Olymp de Gouges war der Soldat. Ja, was das dritte ist, weiß ich auch echt gar nicht mehr gerade. Also, der Richter könnte ja sein, der
wo der Kopf vorne lag, das kann sein. Aber die anderen... Weiß ich nicht, also ich hätte nicht erwartet, dass da zwei nebeneinander sind. Einer hat den irgendwie gekauft. Ach, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was die Story hinter dem dritten war. Habe ich echt nicht zugehört. Können wir erstmal noch schnell voll kaufen. Haben wir ein bisschen Geld über. Beziehungsweise über haben wir es tatsächlich nicht mal. Ich muss ja wieder 125 ausgeben, um die legendäre Waffe zu bekommen. Das ist ja schon ein bisschen was. Aber ist nichts Unmögliches. Vor allem die Missionen bringen auch alle noch richtig Cash. Wenn ich wirklich Geld brauche, kann ich mir richtig Mühe geben bei den Raubüberfällen. Die bringen, glaube ich... Ach, jetzt ernsthaft. Ey, das ist doch so zum Kotzen, dass das als fucking Kampf zählt. Also wenn ich mit denen nicht sprechen kann, wenn es rot ist, verstehe ich es ja irgendwo. Aber das ist doch kein Kampf. Ich bin schon lange vor denen weggelaufen. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Ja, das freut mich auch immer. Ich hoffe, das war's ja auch mit der. Ja, gut, dann sage ich mal so, wir gucken mal in die Fortschrittsanzeige unter Koop-Mission. Wir sehen auch schon, dass wir hier rechts ziemlich viel voll haben. Das, was noch fehlt, sind Artefakte. Da fehlen noch die aus dem Mittelalterriss und die Sync-Punkte sind ja in der Koop-Story so versteckt alle. Und wir machen weiter mit der Koop-Mission. Wir machen jetzt Dantons Opfer. Was wir natürlich niemals in 4 Minuten schaffen werden und vermutlich dann 36 Minuten Part wird, weil es bestimmt 20 Minuten dauert. Paris, 1794. Jeden Tag gibt es Hinrichtungen. Du wirst uns bald folgen, Robespierre. Dein Haus werden wir einreißen und den Boden salzen. Georges Danton, Held der Revolution und auf dem Weg zur Guillotine. Dantons Verbrechen war es, diesen Typen zu ärgern. Maximilien Robespierre, den Vater des Terrors. Ich dachte, die arbeiten zusammen. Ein Artikel, der Robespierre als blutrünstigen Tyrannen zeigte. Die Wahrheit schmerzt. Ist nicht ganz nach meinem Geschmack. Aber als Staatsmann ist man gewohnt an Ratten. Mein alter Freund. Du bist zu einem Staatsfeind geworden. Sieh, was Orion in deinen Papieren fand. Dantons private Briefe. Es reicht nicht, Danton zu verhaften. Robespierre wird auch seine Freunde töten lassen. Danton sucht seine Freunde auf. Hatten wir Danton nicht am Anfang auch schon irgendwie geholfen oder war es ein anderer Danton? Hieran kann ich sogar erinnern, weil ich die noch kurz angespielt habe mit meinem alten Charakter. Ihr habt noch ein paar Minuten, bevor er sterben wird, aber ich will mich beeilen. Ein Sync-Punkt weiß ich sogar, der ist hier im Untergrund. Ich weiß aber nicht, wie ich das hier klug gemacht habe. Erzähl mal was. Oh. Haut mal lieber beide ab. Ich muss mit Danton reden. Ja, kann ich sogar. Kriegen wir einen Freund. Oh oh. Sorry, Freund, aber wir müssen kurz in den Untergrund. Ich weiß nicht, wie lange die Mission geht, aber. Hier war noch ein Konkarde.
Was hier war, weiß ich gar nicht. Also warum die hier stehen. Ob hier eine Kiste oder so war. Aber da vorne ist ein Sync-Punkt, das ist schon mal gut. Ich glaube, den konnte man nicht von hier erreichen, sondern irgendwie so einen kleinen Umweg hier laufen. Das ist mal ein bisschen blöd. Die sind halt immer über irgendwelche Umwege erreichbar. Okay, der Tor möchte sterben. So. Das war auch der einzige, den ich gefunden habe, glaube ich. Kann auch einfach sein, dass nur irgendwo ein offensichtlicher war, an den ich jetzt gerade nicht mehr denke, weil, wie gesagt, der war offensichtlich. Das muss seinen Kollegen retten, habe ich noch gemacht. Und danach war, glaube ich, noch irgendwas. Da sind schon wieder richtig viele. Hallo, Freund. Hallo, Freund. Wie? Wieso hat er es überlebt? Dann geh erstmal zu den Verbündeten hier. Mein Dank, wie geht's dir nur? Ja, Top-Freund. Ich bin auf dem Weg. Das war, glaube ich, echt scheiße hier. Weil ich hier alle Leute auf mich aufgebracht habe und dann weggelaufen bin. Hier ist das Problem gewesen, dass hier halt 1000 Leute noch, also die. Da sind noch zwei, da hinten waren noch welche. Ich weiß nicht, ob das hier für 4 oder für 2 Spieler gedacht ist, weil für 4 Spieler ist okay. Jeder nimmt halt einen davon. Mit 2 wird das schon schwierig. Ich denke mal, machbar sollte es auf jeden Fall sein. Zur Not halt wieder auffällig alle umbringen. Das von, also, du kannst die nicht one-hitten. Ich weiß nicht, ob man dafür irgendwie noch Fernkampf skillen muss. Aber jetzt können wir schon wieder irgendwelche anderen angelaufen. Ach nö. Hier ist noch den hier. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Hast nur bekommen, was du kannst. Beste Grüße an die Hölle. Und da hinten. Kann auch sein, dass ich hier schon aufgehört habe, weil mir es einfach zu viel wurde. Ich bin auch vorher da immer reingelaufen und dachte, ich kann die alle umbringen. Hat nicht so ganz geklappt. Obwohl, nicht daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich hier lang gelaufen bin. Ja, stimmt. Und hier war es dann. Kriegst du noch Schaden von dem scheiß Schützen hier? Du bist tot. Oh Junge, kannst du nicht so einen scheiß Schützen einfach mal totschlagen? Mit deinem Schwert? Oh. Dantons Briefe beschaffen, okay. Jetzt brauchen wir noch diese Briefe. Robespierres Haus wäre ein guter Ansatzpunkt. Mal wieder Artlogger machen, vielleicht sehen wir dann ja noch was. Ich glaube zwar nicht, aber ich weiß nicht, ob wir es direkt angucken müssen, einfach nur praktisch Artlogger anhaben. Ich tippe mal auf, dass hier auch noch was sein müsste. Ist nur die Frage halt, wo? Thank you.
Aber ich hasse schon wieder, dass das Spiel mal nicht richtig funktioniert hat. Warum sind die jetzt noch welche von den Roten? Das ist doch ein blaues Sperrgebiet. Ich verstehe es doch nicht. Ich komme nicht rein, schade. Was ist los mit diesen Briefen auf und da blieb sie überall liegen, sieht ihm gar nicht. Okay, die Briefe sind aber hier. Da hinten ist ein Sync-Punkt. Okay, ich muss ihn anscheinend nicht wirklich sehen. Ihr bleibt stehen. So, der Punkt ist unten. Okay. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich da reinkomme. Ist hier irgendwo ein offenes Fenster? Sieht gerade nicht danach aus. Ich könnte vorne durch die Eingangstür gehen. Ich könnte nochmal im Innenhof gucken, ob ich hier irgendwo... Och Anno, wieso möchtest du schon wieder nicht dahin gehen? Also ich glaube, ich muss durch die Eingangstür. Ein offenes Fenster sehe ich hier gerade nirgendwo. Natürlich. Och nein, jetzt kommen alle angelaufen. Natürlich mussten die noch alle ankommen. Es ist einfach schrecklich manchmal. Zack. Und hinter der Tür ist wahrscheinlich auch direkt einer, der mir auf die Fresse hauen will. Ich glaube auch, dass Bürger Robespierre nicht genug Ruhe bekommt. Und tot mit dir. Du bist tot. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich es daran kommen soll. Vielleicht über die geschlossene Tür da. Der ist nicht suspekt. Quatsch, der ist cool. Dürfte ich den jetzt auch beschaffen? Danke. Ich glaube, das habe ich schon nicht mehr gemacht. Gute Arbeit. Höchste Zeit, da abzuhauen. Ja, würde ich auch sagen, aber erstmal muss ich noch den Sync-Punkt holen. Und es gibt wieder Dinger da unten in dem letzten Ding, ja klar. Das haben wir wieder fast knapp. Okay, kurze Zwischenfrage. Wofür ist dieser Raum? Ah, ich komme da durchs Fenster, okay. Wie bin ich überhaupt rein? Ich bin von unten reingekommen, ne? Ja, ich muss jetzt da wieder raus und dann mal gucken, wie ich hier hinkomme. Gott, jetzt stirb einfach.
Wahrscheinlich muss ich hier rein. So, geschafft. Und rein da. Na los. Dann ein Stock nach oben. Und dann haben wir den Swingpunkt. Perfekt. Ich weiß nicht, irgendwie. Also zwei Swingpunkte finde ich immer, aber der letzte ist dann irgendwie komplett lost. Und dann kurz mit dem Ding nach oben fahren. Hoffen, dass es keiner von den Pennern sieht. Und wir hauen dann noch ab. Wenn das Spiel uns lässt. Also ich glaube, ich habe es nicht mehr bis hierhin gespielt. Also ich habe es nicht mehr bis zu den Briefen gespielt, glaube ich. Ich glaube, nach dem dritten habe ich dann irgendwie keine Lust mehr, keine Motivation. Ja, perfekt, geschafft. Maskenschneider Musketiergürtel. Dann habe ich noch zwei Missionen, die ich noch jeweils zweimal wiederholen muss. Und einen Sync-Punkt holen muss. Ja. Im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Hauptmission, würde ich sagen. Ja. Mindestens Sequenz 10. Wir können ja mal kurz gucken, wie viele Punkte das da gibt. Es sind nur zwei, also dann machen wir Sequenz 10 fertig. Ich glaube, 11 und 12 sind maximal 3, also insgesamt dann, also jeweils dann 2 oder 3 maximal. Ja. Und wenn wir das dann gemacht haben, also machen wir erstmal Sequenz 10 fertig und dann machen wir weiter mit den Pariser Geschichten. Hier haben wir auch noch zwei. Okay, dies ist umgezogen von dem Bezirk und dem Bezirk. Das sind die letzten beiden. Hier ist keine mehr. Ja, dann gehen wir mal alles so weit durch, würde ich sagen. Dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.